Franz Georg Burkhardt, er ist Berufsfischer und einer der letzten seiner Zunft auf dem Fluss. Denn seit 1990 gehen die Fischbestände in dem Gewässer stark zurück. Schuld daran ist unter anderem ein Vogel, der Kormoran. Er frisst bis zu 500 Gramm Fisch pro Tag. Der Naturschutzbund hat ihn zum Vogel des Jahres gekürt, zum Leid des Mainfischers. Doch der gibt nicht auf. So, wir sind hier in Seligenstadt am Main, am sogenannten Wasserbau. Hier ist der Liegeplatz meines Narrens. Ich gehe schon 40 Jahre fischen, schon mit meinem Vater, mit meinem Großvater. Aber seit ca. 1990 sind die Fischbestände oder gehen die Fischbestände stark zurück. Hauptausschlagpunkt ist meines Erachtens der Kormoran, der Wallerbestand. Jetzt haben wir diese Grundeln aus der Donau, die es bis vor 10 Jahren bei uns überhaupt nicht gab, die auch Laich und Brut fressen. Also der Fischbestand ist für die Fischerei sehr schlecht. Früher war der Main Deutschlands fischreichster Fluss. Doch die Zeiten haben sich geändert. Wenn ich heute so ein Stellnetz, das bleibt ja meistens über Nacht gestellt, wo halt die Strömung nicht so stark ist. Und da fange ich vielleicht, da sage ich mal, heute fange ich 10 Fisch. Und früher waren da 100 Fisch oder 200 Fisch drin als Relation. Für Franz Georg Burkhardt bedeutet das: Der Fischbestand ist nicht mehr da, ich habe keinen Fisch zum Verkaufen, keinen Mainfisch. Es lohnt sich also kaum noch, die Fischerei auf dem Main. Der Familienvater lebt in erster Linie von der Forellen- und Karpfenzucht. Auf seinem Grundstück in Seligenstadt tummelt sich, was der Fischer im Main vergebens sucht. Wir haben hier 5 Teiche mitten in der Stadt. Die Teiche werden durch Quellwasser versorgt. Die Teiche sind ca. 100 Jahre alt, zwischendurch mal umgebaut worden und früher mehr zur Hälterung von Mainfischen gebaut oder angelegt worden. Und das freut seine Kunden. An der Fischtheke in der Mauergasse, aber auch in Frankfurts Kleinmarkthalle gibt es frischen Fisch direkt aus dem Wasser. Gewogen, ausgenommen und küchenfertig abgepackt finden Fischliebhaber hier das, was viele nur aus der Tiefkühltruhe ihres Supermarktes kennen. Mit einem großen Unterschied. Es ist die frischste Ware in Frankfurt und Kreis Offenbach. So, schön küchenfertig. Wunderbar. 12 Euro macht das die Dame. Dankeschön. Bitteschön. Guten Appetit. Also dann, Herr Burkhardt, allzeit guten Fang und Petri Heil.